schön Wetter. Also, hier ist das richtig. Lass uns beide mal weiter nach hinten setzen. Hier ist es wirklich besser. Ja, aua! Du bist das! Jetzt lass doch mal das Wort, das andere Wort. Intervention. Ja. Steht ja da oben schon. Die Schrift soll auch sein. Wieso die? Jetzt kommen doch die ganzen Leute schon. Doch, das wollte Gudrun so. Hört doch jetzt mal auf! Was sollen wir gleichzeitig sagen? Intervention. Ja. Bist du sicher? Ich weiß nicht. Mein Gott, es klingt schon wieder! Aber es ist immer noch lustig, Alban. Fehlanzeige. Janis ist das Kind von Markus und Silvi. Wer war denn jetzt Silvi nochmal? Wenn du uns nicht magst, warum bist du dann gekommen? Weil hier irgendjemand meinen Sohn verteidigen muss, wenn ihr alle versucht, ihn fertig zu machen. Ja, auf einem Bein kann man nicht stehen. Dann kann ich mal anfangen, weil ich will sagen. Hört mal zu. Worauf wir achten. Scheidung. Fremdgehen. Meinetwegen. Ich habe auch gar keine Lust, dass das hier zu sehr in die Tiefe geht. Ich rühre gleich im Topf. Ja, aber doch nur als Vorwand für unsere Intervention. Bei Grüko hört der Spaß auf. Ich hasse Ironie. Ich habe das eigentlich nie verstanden. Also ob das alles nur ein großer Spaß wäre. Ach, oh, Ironie. Das geht wahnsinnig an mir vorbei. Ich würde das alles nicht so ernst nehmen. Nein. Stimmt das? Fehlanzeige. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Mikroaggression? Wieso denn eigentlich Mikro? So kann man das natürlich auch nennen. Aber nur, wenn man Markus heißt. Der Vater ist tot. Der wird dann noch wichtig werden. Nur für sich. Ich war noch nie in Terracina. Da war das Hotel und da war diese Bar. Ich hab keine Lust mehr auf Intervention. Also wegen meinem Sohn. Na komm, raus mit dir. Raus vor die Tür. Schaut euch doch mal an, wie scheiße hier alles ist. Da sagt man das nicht vor lauter Leuten und in aller Öffentlichkeit. Oh Gott! Ach, was denn für eine scheiß 15 überhaupt? Hallo? Das ist doch der Janis, oder? Leider habe ich meine Brille jetzt nicht auf. Der Kohl.